Grüßt euch. Ich hoffe, dass man mich so einigermaßen versteht. Heute bin ich wieder der Isar entlang. Es ist 8.30 Uhr. Herrlich, gell? Werde ich dann später mir einen Kaffee machen, ein bisschen frühstücken. Aber jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen Strecke. So habe ich gedacht, ich zeige euch mal ein schönes Stückchen. Ja, dann bis später. Jetzt geht es weiter. Ich habe jetzt da eine andere Stelle gefunden. Schaut euch mal das an. Das ist bei uns an der Isar in München. Du meinst, du bist in Kanada. Wunderbar. Da lasse ich euch jetzt ein Stückchen, wie gesagt, dabei haben. Schaut euch mal die herrliche Landschaft an. Ich habe da letztes Mal ein Video gesehen von Matze, der hat da eine Radtour gemacht und sich da einen Kaffee gemacht. Dann habe ich mich da inspirieren lassen. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was, fahrst du raus an der Isar und machst dir auch einen Kaffee. Gehst ein bisschen spazieren, machst dir auch einen Kaffee. Herrlich. Dann schaue ich mal da runter, wo es da hingeht. Das schaut ja entzückend aus. Mach mal kurz Pause und dann, wenn ich da vorne bin bei den Steinen da, dann lasse ich euch wieder dabei haben. Nicht, dass mir da jetzt auf die Schnauze haut. So, jetzt bin ich da hier auf den Stein, wo ich gesagt habe. Da habe ich mir gedacht, machst du hier da einen Kaffee? Mal gucken, wie das so ist. Und wollte eigentlich jetzt darüber gehen, aber da geht kein Weg vorbei. Wenn, dann müsste ich außen rüber gehen, oben rauf, hinten rüber, dann komme ich von der anderen Seite da hinten her. So, genießt mal den Ausblick da nochmal mit mir. Von hier bin ich gekommen und da geht es hinten rauf. Siehst du, Matze, haben wir jetzt alles schon hergerichtet. Nicht so wie du, Cappuccino, glaube ich, war das, wenn ich mich noch erinnern kann, sondern von Jakobs Classic 2 in 1. Haben wir jetzt schon alles schön hergerichtet. Wasser ist schon drin in meinem kleinen Kessel. Der reicht, der ist echt super. Ja, dann machen wir mal Feuer. Das ist mein kleiner Kocher. Mit dem bin ich echt sehr zufrieden. Man kann kleine Gerichte warm machen. Gibt auch mit größeren Kartuschen. Also echt toll. Machen wir mal Pause, dann machen wir mal da mal wieder Feuer unter Marsch. So, ich filme dann mit dem Handy. Ist ein bisschen schwierig, weil ich da kein Stativ habe. So, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ein bisschen braucht es noch. Geben wir mal ein bisschen Gas. Ich weiß, ui. Das ist nicht gut. Machen wir nochmal aus. Auch das kann passieren. So. Kann auch passieren. Das ist wieder mal gut für euch, wenn man die Videos nicht zusammenschneiden kann. Aber das ist mir wurscht. Da habe ich den einen Arm nicht gescheit umgelegt.
Und darum ist mir das umgekippt. Jetzt hält es. Oh, da kriege ich einen Krampf in die Achsen. Bin immer der Jüngste. Aber so geht's schon. Naja, mein Gott, das sind so kleine Missgeschicke, die wo ein anderer rausschneiden und ich lasse drin. Das kann passieren, seht ihr. Es geht ganz schnell, solange das bloß Wasser ist und kein Gulasch oder so, was du was warm machst, oder Chihuahua-Chichi oder so. Oder schöne heiße Suppe, dann ist natürlich ärgerlich, aber Wasser habe ich genügend dabei. Und wenn nicht, hinter mir ist die Isa. Na, das würde ich natürlich nicht trinken, ist schon klar. So, schauen wir mal nochmal rein. Braucht schon noch ein bisschen. Geben wir mal nochmal Gas. Jetzt pfeffert er richtig rein. Ja, ich habe gedacht, bei dem schönen Wetter gehst du ein bisschen raus. Machst du ein bisschen einen kleinen Spaziergang. Brotzeit habe ich auch dabei, aber jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee. Und es ist 9 Uhr. Ja. Ein bisschen Auslauf brauche ich auch. Oh, da schlafen mir die Füße ein. Das ist das, wenn man immer so jung ist. Ein bisschen Hocke machen wie beim Skifahren. So, bitte koch, ich kann nicht mehr, mir tut das Gestell weh. Ja, wie gesagt, ein bisschen raus und der Matze hat mich da inspiriert mit seiner Fahrradtour, die er gemacht hat. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt gehst du ein bisschen raus, Wetter passt ja heute auch. Und von meiner Frau her ist auch alles super, also die hat heute keine Termine, oder beziehungsweise erst recht spät, um 16 Uhr, und da bin ich ja schon längst wieder zu Hause. So, jetzt schauen wir da nochmal rein. Na, heute braucht es aber lang, aber ich habe ein bisschen jetzt mehr Wasser drin. Wenn es wieder umkippt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ihr könnt da vorspulen oder so. Naja, aber jetzt extra wieder hinter dem Baumstamm laufen, wo ich das filme und mein Handy da drauf stehe und dann wieder zurück. Das ist mir jetzt auch zu blöde. Einfach abschalten, Jungs, wenn es nicht gefällt. Oder vor, oder was weiß ich. Naja, was werde ich heute noch machen? Ja, jetzt bleibe ich jetzt noch ein bisschen da. Genieße meinen Kaffee, dann werde ich mir eine schöne kleine Zigarre rauchen. Das Wetter da hier genießen. Dann werde ich noch ein bisschen wandern. Ein paar Kilometer und dann ein bisschen Brotzeit machen. Und dann geht es wieder nach Hause. So, meine Lieben, ich glaube, das ist jetzt soweit. Ja. Pulver habe ich ja da schon drin. Mein 2 in 1, das schalte ich jetzt aus. Und dann gießen wir das mal da schön rein. So, Jungs, das war's. Stelle ich jetzt nicht da drauf, sonst habe ich keinen Kaffee heute mehr. Naja, zur Not hätte ich noch einen Tee. Ich sehe schon wieder, dass man das wieder runterwischt. Na, was ist denn? Jetzt auch. So, dann machen wir mal da aus. Jetzt hocke ich da schön auf dem Baumstamm und meinen Kaffee umrühren. Und den genießen wir jetzt. So, bis zum nächsten Mal. Euer Albert. Jetzt mag ich nicht mehr. 40.